Hallo und herzlich willkommen hier bei Ecto Wolle. Es geht weiter zu einer weiteren wunderschönen Reise. Ich glaube, ich war jetzt auf diesem komischen Planeten, da. Ja, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich auf jeden Fall auf einem Planeten war. Ja gut, man war es immer nicht auf einem Planeten. Oder man war an der Memphis. Ja, okay. Hier war ich auf jeden Fall. Hier wurde ich gerade hingeschmissen. Ja, gut. Dann geht es hier auf jeden Fall schon mal. Ach ja, hier war große Vogel. Ja, ich kann mich erinnern. Hier war der große Vogel. Da laufen wir ganz schnell hin. Zack. Und hopps, hoch da. Ja, kannst du hier hoch? Kannst du hoch, ne? Auf jeden Fall. Und hoch, zack. Und wieder hoch. Bam. Ja, yeah, gehst du schon direkt weiter. Gut, ja dann. Vogel. Yeah, ich kann hier so ein bisschen fliegen. Rund im Tal. Ja, wer sitzt? Da fliegt der kleine Vogel. Liegt alles in Trümmern. Oh, ich fliege wieder hoch. Da vorne ist hinten. Oh, was war hier denn jetzt? Scheiße, was macht er denn da mit mir? Was willst du denn jetzt? Komm mal klar auf dein Leben. Oh, shit. Wäre ich da nicht hier gelandet? Ich werde so Licht schützen, wenn ich hier auf dem Offen fast gehe. Au, das ist uncool. Au. Komm her. Fuck. Scheiße. Also erstmal richtig hart auf die Fresse. Bam, was machst du da, ne? Warte, ich hab den. Oh. Ja, das war's doch. Das war aber auch recht fix. Oh, wer ist er denn? Kaiju. Oh, ich will auch sowas haben. Ich bin Cage Vander. Cage Vander. Dieser Schlammwühler hat am Außenposten deine Spur aufgenommen. Kerl. Du hast uns wohl beobachtet. Das haben wir doch alle, Kerl. Nicht jeder Neuankömmling stellt sich vor, indem er einen von Ravis bösen Jungs den Gar ausmacht. Ganz nebenbei. Echt stark. Ich liebe große Auftritte. Geil, ich auch. Und was willst du? Na, was ich will, Kerl, ist dich zu belohnen für jeden von denen, den du erledigt hast. Cool. Du bist der Einzige, der nach Kobo gekommen ist, um Frieden und Ruhe zu finden. Nimm dir den Kopfgeldjägern ab. Und ich gebe dir dafür etwas Hübsches. Gehört also zu Axiombrot. Es werden noch mehr unterwegs sein. Du hast es erfasst. Kannst dich echt glücklich schätzen, dass meine Augen und Ohren überall sind. Cool. Komm zum Saloon. Dann helfe ich dir, den Jägern zuvorzukommen. Na gut. Ich überleg's mir. Warum habe ich sowas denn nicht? Jetpack, nur ich nicht? Ja, alle haben Jetpack, nur ich nicht. Kopfgeld, die Jäger können jetzt über einen Reisebildschirm vollkommen. Okay. Okay, ja. Wie lange das wohl schon hier war? Scannen. Komm schon, Kumpel. Wir müssen immer noch Dagens Zuflucht finden. Wo kann ich jetzt Kopfgeld finden? Egal. Gut, dann müssen wir eh da oben hin. Bam. Bam, so bist du nicht da hochgesprungen, ne? So, ja. Das ist ja irgendwie komisches Teil, aber egal. Ich will nicht mit der reden. Ah, was haben wir hier Schönes? Echo. Spüre den Planeten und alles. Spüre den Planeten. Und dann greife nach ihm. Ich denke. Da! Ich hab's gespürt. Genau so. Sehr gut, Padawan. Ah, hier. Mit mir. Wo ist... Wo ist Kugel? Spüre den Planeten. Öffne die Tür. Wieso öffnen sich Türen nicht?
Spüre den Planeten. Los, komm, öffne dich. Fuck, die öffnet sich nicht. Hier komme ich nirgendwo sonst anders weiter. Ach doch, hier oben kann ich hoch, ne? Na dann, let's go. Hoch und hochklettern. Okay, ja gut, hier komme ich weiter. Hier sind die schon wieder. Wenn die mir das große Schwert kaputt machen, gucken, ob das auch lustig wird. Hi. Bam. Okay, das macht witzig. Das ist aber witzig. Oh, er wird auch auf jeden Fall. Er wird direkt auf die Fresse haben. Er wird direkt auf die Fresse haben. Ja, gut, den habe ich nicht gesehen. Oh, fuck. Ja. Naja, ich weiß, hätte ich wechseln müssen. Komm schon. Hopp. Ja. Oh, Rambazamba, so. Scannen. Oh, scannen, ja. Der war auch schon mal witzig. So, zack. Hier komme ich weiter. Auf jeden Fall irgendwie einen Stramm dafür kaputt machen. Gut, dann müssen wir hier auf jeden Fall hier weiter hin. Hier kommen wir, glaube ich, so auch nicht hin. Dann müssen wir wohl hier längs. Der Weg ist ja immer ein bisschen vorproduziert. Ja. Haben wir nirgendwo sonst hin? Ja, gut, hier müssen wir längs. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Und Landung. Gut, danke schön. Das muss die Stelle sein, von der Cordova gesprochen hat. Cordova. Ich kann mal kurz meditieren. Die Macht ist mit mir. Verwüstete Dings, aber keine Ahnung. Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Dann gehen wir eben kurz mal auf Lichtschwert. Wir haben ja jetzt. Was ist das? Ja, es sieht auch lustig aus. Was können wir hier? Ja, gut, das können wir schon. Kann das? Oh ja, der macht der Spaß hier bestimmt. Können wir den leeren? Oh, können wir leeren. Ding! Jetzt geht's ab. Schwupps. Boah, da hat auf jeden Fall der Fuß weggeballert. Die arme Sau einfach, die arme Sau. Naja, okay. Passiert. Ausruhen. Und weiter geht's. Weiter okay, geht's. Kann weitergehen. Wo müssen wir denn hin? Wohin müssen ist egal. Ach, da hinten müssen wir auf jeden Fall hin. Okay, ja, ja. Aber ich möchte erstmal wissen, was hier oben ist. Hier hinten ganz rumkrabbeln. Ist ja krass. Ach, hier kann ich dann hochspringen. Hopp. Wir sind nicht die Einzigen, die hier etwas suchen. Oh, wir sind nicht die Einzigen, die etwas suchen. Ein Koppler. Da ist auch ja. Die Energiequelle nicht weit. Ja, aber wo ist die Energiequelle? Wie weit muss ich den Koppler mitnehmen dann? Ich kann da hinten, aber ich kann da hinten jetzt mal rüberjumpen. Hops, zack. Wer ist hier hinten Koppler? Ne, hinten ist nur ein Fliegeteil, ne? Okay, das hilft mir gerade wenig. Ich brauche den Koppler. Hier sehe ich auch schon wieder irgendwie aus, ein Koppler. Ach, fuck. Der will doch die Fresse haben. Okay. Fuck, fuck, fuck. Oh ja. Oh, scheiße. Du kriegst jetzt aufs Maul. Zack, Kopf ab. Ist das Centauri Kree? Okay, probier's nochmal. Boom. Ja, was kann das scannen?
hier kann ich so durch, geil. Okay. Okay. Hier muss ich jetzt irgendwo das Teil so schieben. Okay. Irgendwie muss ich erstmal hochkommen. Das ist erstmal ganz wichtig. Hier werdet ihr lernen, Kobo-Materie zu beherrschen, um euch so auf den Weg durch den Abyss vorzubereiten. Aber im Erfolg werdet ihr auch eine noch stärkere Verbindung zur Macht finden. Hopp. Rausnehmen. Lasst euch von eurer Verbindung zur Macht zu unserem gemeinsamen Ziel führen. Tanelor. Centauri Kree hat Jedi auf die Reise durch den Abyss vorbereitet. Ich verstehe, Meister. Darf ich jetzt gehen? Musst du irgendwo hin? Na gut, aber komm danach wieder. Danke. Komm danach wieder. Natürlich. Geduldiger Meister. Okay, gut. Dann muss ich jetzt erstmal wieder den rausnehmen. Den rausbringt ja gar nichts, also hopp. Oh fuck. Nein. So, hier kann ich den ja gar nicht rausbringen. Ach fuck, ich kann hier gar nicht rüberschießen. Ich muss hier da hinten rüberschießen. Kann ich hier so damit durchgehen? Komm, ich nicht, scheiße. Das ist ja Müll. Ist ja Müll des Jahrhunderts, da muss ich ja den hier vorne rüberballern. Ja. Ah, scheiße. Wir füllen das einfach weg. Ach Mann. Das ist ja Müll. Ich irgendwie umschieben. Müsste jetzt den irgendwie umschieben können. So, die Frage, ob ich den hier irgendwie reinschieben kann, ist, das macht natürlich noch viel mehr Sinn. Ich den irgendwie reinschiebe. Fuck. Kann den hier wieder runter noch hochschieben? Ich komme aber nicht weiter. Das ist so kotzen. Ah, so scheiße. Das ist doch scheiße so. Irgendwie kommt man hier auf jeden Fall weiter. Ich weiß noch nicht wie. Das ist ja Müll. So, ich muss den jetzt aber so schieben. Das ist ja hinten. Ist da oben. Jetzt geht er kaputt. Das ist vorne nicht geklappt. Jetzt geht er kaputt. Ja, jetzt müsste davor noch vielleicht auch einer kommen, oder nicht? Ich weiß auch nicht. Was hat der denn dann überhaupt gebracht? Phrasen über Phrasen. So, komm, zack, runter. Zack, nehmen wir mit. Alter, ich bin auch doof mal wieder. Zack. So. Hier eben kurz dahin.
Dann kurz da rüber, zack, von hinten her. So. Dann laufen wir mal eben kurz mal laufen, 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 laufen. Und bam. Ja, was hat er jetzt gebracht? Gar nichts aus. Hast du jetzt irgendwas gebracht jetzt gerade? Was hat das jetzt gebracht? Das ist die große Frage, ich weiß es nicht. Was hat das hier jetzt gemacht? Hier hinten ist was, das sehe ich. Wo komme ich da hin? Und wie komme ich da wieder weg? Ah. Wo bringe ich der mich hin? Der bringe ich irgendwo noch da hin. Ich muss ja in die andere Richtung. Also muss ich schon mal in die andere Richtung. Okay, ich werde mal da mal erstmal nicht hingehen. Ich gehe jetzt erstmal in die andere Richtung. Ich habe den jetzt erstmal aktiviert. Aber anscheinend muss ich erstmal in die ganz andere Richtung. Zack. Dann gucken wir erstmal, wo wir hin müssen. Also gut, auf geht's. Zack, und los geht's. Vielleicht hat das irgendwas gebracht, was ich da gemacht habe. Vielleicht hat das auch nichts gebracht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum wir, wo wir jetzt gerade hinfliegen. Irgendwohin geht's jetzt gerade. Oh. Ach, der muss sich da vorne hin, okay. Dann muss ich hier hin. Und hopp. So. Er hat einfach gefressen, ich töte ihn einfach. Ja. Aktivieren. Aktivieren. Eine Abkürzung. Was willst du denn scannen? Ja, mach doch, scannen. Thermale Schlote. Mit Kobo-Materie bedeckt. Ob man sie irgendwie entfernen kann? Ja, da kann ich bestimmt einen Strahl dahin schicken, ne? Wenn ich den Strahl bewege. Vielleicht bringt das dann was. Also. Oh, fuck, ich muss ja. Rauf da. Rauf die Röhre. Zack. Springen und springen und hoch. Und hier. Dann. Klettern und 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 klettern. Jetzt zeigen wir noch. Nur noch klettern. Zack. Ja. Tigrieren. Schön, ich werde gerade angerufen. Mit dem Aufwind kommen wir rüber. Ach, so, da werde ich mal eben kurz mal hier die Dinge mit eben kurz mal beenden und werde dann eben kurz mal ins Telefon reingehen. Bis gleich. So. Ach komm. So. Hi, wie ihr seht, seht ihr gerade nichts. Das liegt daran, die Aufnahme ist abgekackt. Ah, das Telefonat ging doch ein bisschen länger, 20 Minuten, und irgendwann sehe ich einfach nur, wie Jedi halt einfach nur ein bisschen wieder spielt und sagt, ich höre jetzt mal auf, so ungefähr, ne? Ja, ist ein bisschen scheiße gelaufen, naja, gut, nächste Aufnahme, Let's Fets auf jeden Fall, glaube ich, nehme ich irgendwann später auf und ja. Vielen herzlichen Dank bei euch fürs Zuschauen, euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, sagt die Deckte Wolle und irgendwann demnächst sollt ihr auf jeden Fall mal mein Handy auf lautlos stellen. Bam! Ciao.